Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute einen super, super leckeren Marzipanstollen. Und wenn ihr Marzipan genauso liebt zu Weihnachten, wie wir das tun, dann ist es das richtige Rezept für euch. Ich zeige euch jetzt zuallererst die Zutaten und anschließend natürlich auch die Zubereitung. An Zutaten benötigen wir 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 200 Gramm Zucker, ein Teelöffel Vanilleextrakt, alternativ könnt ihr aber auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen, eine Messerspitze Kardamom, 200 Gramm weiche und zimmerwarme Butter, zwei Eier der Größe M, 250 Gramm Magerquark, 150 Gramm gemahlene Mandeln, 30 Milliliter Rum, alternativ könnt ihr natürlich auch Rumaroma verwenden und wir benötigen 50 Gramm Orangeat, 50 Gramm Zitronat, 200 Gramm Rosinen und zum Füllen 200 Gramm Marzipan. Ich starte, indem ich einfach alle Zutaten in eine Rührschüssel gebe, außer Orangeat, Zitronat, Rosinen und Marzipan und lasse alles mit dem Knethaken zu einem glatten Teig verkneten. Ist dies geschehen, kommt nun noch Orangeat, Zitronat und Rosinen dazu, werden nochmal kurz untergeknetet. Wenn ich die zu Anfang schon mit dazugeben würde, könnten sie eventuell kaputt gehen und die Rosinen könnten den Teig grau einfärben. Deshalb kommen sie immer erst zum Schluss und werden nur noch so kurz wie möglich eingeknetet. Anschließend wird der Teig in Frischhaltefolie gewickelt und muss im Kühlschrank eine Stunde ruhen. Nach der Stunde Ruhezeit nehme ich mir nun das Marzipan und rolle dies zu einer Schlange von etwa 40 cm Länge. Den Teig hole ich mir aus dem Kühlschrank und drücke ihn mit den Händen flach und rechteckig. Natürlich könnt ihr dieses auch mit einem Nudelholz machen, aber ihr benötigt das nicht, das geht wirklich super mit den Händen. Auch hier drücke ich ihn auf ein Maß von etwa 40 x 25 cm, aber ich mache das immer nach Augenmaß und messe das nie genau nach. Anschließend gebe ich die Marzipanrolle auf das obere Drittel, klappe den Teig hier oben drüber, drücke ihn fest und dann drücke ich noch das untere Stückchen einmal um und forme mir meinen Stollen in die typische Stollenform. Anschließend gebe ich ihn auf ein mit Backpapier belegten Backblech und gebe ihn in den Ofen bei 170 Grad Umluft für etwa 60 Minuten. Alternativ könnt ihr natürlich den Stollen in Stollenbackformen backen, wenn ihr solch eine habt. Ich habe mir eine günstige gekauft, das ist eine Stollen- und Brotbackform, denn wie ihr gesehen habt, läuft er doch ohne eine Backform immer etwas breiter. Deswegen habe ich diese Variante einmal ausprobiert. Das ist eine Form zum Ausziehen, die kann ich variabel einstellen, so wie ich es benötige.
Den Rand der Form sprühe ich noch mit etwas Backtrennspray ein und dann gebe ich meinen Stollen hier hinein und backe ihn genauso im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Umluft für etwa 60 Minuten. Frisch aus dem Ofen, noch heiß, ganz egal, ob ihr mit oder ohne Backform backt, bestreicht ihr die Stollen noch mit 70 Gramm geschmolzener Butter und bepudert ihn anschließend dick mit Puderzucker. Anschließend löse ich ihn aus der Form. Gebe ihn auf Alufolie, packe den Stollen fest mit mehreren Lagen Alufolie ein und lasse ihn erstmal auskühlen, bevor ich ihn schließlich servieren kann. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin findet ihr hier unter dem Video in der Infobox und jetzt hier oben auch in der Infocard. Bevor ihr mich auch mit Fragen löchert, das Trockenobst könnt ihr natürlich auch austauschen. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr könnt es aber auch komplett weglassen, wenn ihr es überhaupt nicht mögt. Genauso auch der Marzipankern. Ihr könnt hier flexibel sein. Ihr könnt das Marzipan gerne auch weglassen. Wenn ihr es wirklich nicht mögt, dann backt ihr einen einfachen Quarkstollen. Ihr könnt aber auch das Marzipan mit in den Teig hineinraspeln, wenn ihr so ein bisschen diesen Geschmack mögt, aber nicht unbedingt diesen Marzipankern, so wie ich es euch in diesem Video gezeigt habe. Wie gesagt, ihr könnt hier doch auch recht flexibel mit diesem Rezept sein. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich freue mich, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Und damit ihr keins verpasst, abonniert am besten ganz kostenlos meinen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!